Kamera läuft. Herzlich willkommen. Hier ist MC René und Karl Krings. Und hier haben wir eine kleine Hörprobe zu unserem gemeinsamen Album, was am 6.3. erscheinen wird auf Peripherique Records. Renaissance. Das Vinyl. Mein erstes Vinyl seit Dekaden. Und wir hören einfach mal rein und erzählen ein bisschen was. Kinder wecken, ich bin aufgetreten wie ein Penner auf der Straße in der Fußgängerpassage. Wenn ihr mit ist, Fußreflex, nochmal natürlich neu remastered, von deinem Bruder produziert. Ja. Und das ist praktisch sozusagen dieses Gefühl, dieser Abschluss auch von dieser Bankart-100-Reise. 4 Jahre war ich tatsächlich unterwegs und dieser Song schlägt eigentlich diese Brücke von dem Bankart-100-Reisenden zurück zum Rapper. Und das ist für mich auch einer der emotionalsten Songs und da bin ich ganz stolz drauf, auch wie der Max das produziert hat, genau mit diesem Gefühl der Nostalgie, was die Brücke schlägt zwischen der Vergangenheit von MC René bis in die Gegenwart zusammen mit Karl Krings. Denke ich an diese Zeit, spüre ich Gelassenheit, ferner von dem Massenhype ohne Hass. Okay. Yeah. Der zweite, warte. T-I-D-T-H, Träume in den Tag hinein. Mhm. Der Song ist entstanden, als ihr hier Sommercamp gehabt hattet und der Beat, den das hast du... Das war richtig Summer-Feeling, ja. Und ich habe hier die Drums... wir haben erst das Piano aufgenommen, genau. Ein Upright-Piano, einfach so ein paar Riffs aufgenommen. Ja. Einfach so reingespielt und dann dazu dann den Bass, da einen Bass reingespielt, ja. Auch ein Upright-Bass und dann haben wir... die Drums eingespielt, das war so richtig Summer-Feeling. Du hast es dann geschrieben. Der Text war sofort da, das war dieses Feeling, überall war Action hier. Und so ist dieser Song entstanden. Und textlich natürlich Therapie pur. Du kennst das Gefühl, wenn du im Alltag gefangen bist, im Nebel der Routine, als sich alles anhältst. Das geht nicht mehr weiter, denn dein Leben steckt im Schlammfest. Therapiecheck 1-2, was ist das? Wenn dir die Kraft fehlt, weil du nicht mehr den Biss hast. Rappen und reingechippt mit. Freue ich mich mega drauf, das live zu bringen. Ja. Ich habe das schon ein paar Mal angetestet, kommt richtig gut. Okay. Next one. So machen wir es. So machen wir das. Das ist der Odenwald, die Odenwald-Chill-Hymne. 1999 haben wir uns kennengelernt auf der Blumentopf-Tour, großes Kino. Dieser Song soll so ein bisschen so ein kleiner Reminder sein, aber auch eher ein Reminder für die Gegenwart. So machen wir es. So produzieren wir, so chillen wir, ganz unbefangen und easy. Ja, so ein paar Bilder dabei, so wie es hier bei uns in der Studiozeit abgeht. Ja. Das ist so Wasserski, ne? Bisschen Barbecue. Barbecue. Basketball. This is how we do. This is how you make the pizza. Der Erfolg gibt mir recht, alles läuft und ich freue mich. Chill mit den Jungs wieder wie 99. Ich komme vor, als wäre wieder Flashback. Wenn die Zeit stillsteht, gibt es kein Hashtag. In meinem Auto habe ich noch ein altes Tape Deck. Way back von Dubious und kein Fake Rap. Way back, gutes Gefühl. Bisschen Chorus lassen wir noch laufen. Ja. Supercramp, loser Bandless Loop. Die besten Stellen meines Lebens wie Samples. Random Real Wu-Tang Clan. Musik ist zeitlos, cool at the gang. Verleiht mich neidlos. Flash auf das Feeling. Keiner kann sich entziehen. Sexual Healing. Zeig dir mein Flow an und muss man MC René und Karl Krings chillen so krass. So machen wir's, so machen wir's. Lass dir Gedankentexte schreiben. Das ist doch auch ein MC René. Ja, da habe ich meine Stimme imitiert von Spüre diesen Groove. Das ist praktisch der junge MC René im Körper vom alten MC René. Super nice. Ja, geil. Nächster. Gute Laune. Der nächste ist? Zurück zum Minimum. Oh ja, da gibt's auch in Kürze an. Da sind wir joggen gegangen. Wie joggen gegangen? Ja. Ich bin hier durch den Wald gelaufen. Dann immer voll so. Kein Facebook, kein Twitter. Born for Columbine. Paralysiert, manipuliert von der Industrie, die die Politik kontrolliert. Das hört sich an wie eine Verschwörungstheorie. Das Fernsehen ist ein Werk. Aber auch relativ schnell da. Die Marketingstrategie, den ganzen Tag suggerieren. Keine Zeit zu verlieren. Baseline. Weiter zu konsumieren. Was ist das für ein Sound? Das ist ein normaler E-Bass. Aber halt ziemlich brummig aufgenommen und reingekloppt. Und sind oft so gelayerte Basslines auch, dass mehrere übereinander sind, dass halt so ein Doppel-Wiping-Effekt gibt. Ja, wir wollten natürlich erst mehr so eine R&B-Hook machen und so, aber dann haben wir einfach uns doch nur entschieden zu sagen, zurück zum Minimum. Ist geil. Das Sonar sucht nach dem Minimum. Das Sonar, ja genau. Geil.
Erfolg. Live Power. Konsum, alle schwören. Da freue ich mich auch auf Tour drauf, diesen Song.